herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich freue mich total, dass du hier bist, dass du uns ein bisschen erzählen möchtest. Du bist Simon Smart und Lehrer von Herzen. Ja, magst du dich ein bisschen kurz selber vorstellen? Das wäre super. Ich glaube, das ist authentischer. Ja, auf jeden Fall. Ja, also um die Vorstellung möglichst kurz zu machen, meinen Namen hast du ja schon verraten, Simon Smart. Ich bin Vater von drei wundervollen Kindern, habe die beste Frau der Welt an meiner Seite und bin Lehrer. Grundschullehrer, um genau zu sein. Das bedeutet hier in Rheinland-Pfalz Klassenstufe 1 bis 4. Das ist so mein Gebiet. Und häufig fragen mich die Leute, ja, welche Fächer denn? Grundschule macht man tatsächlich alles. Also von Kunst über Musik bis eben die Hauptfächer Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Sport habe ich eine Zusatzqualifikation. Also ich habe versucht, mich möglichst breit aufzustellen. Und seit letztem Jahr eben auch Betreiber eines YouTube-Kanals, Smart erklärt. Name kommt übrigens auch von meiner Frau. Anfangs hatte ich irgendwie so einen langweiligen Namen, da sagte sie, hey, mach doch Smart erklärt, das ist doch wesentlich aussagekräftiger. Genau, im Schuldienst bin ich mittlerweile seit über 5 Jahren, also auch noch gar nicht so lange dabei. Von Anfang an habe ich aber gemerkt, ich möchte unbedingt mit Kindern arbeiten. Das ist das Typische. Ich habe jahrelang in der Kinder- und Jugendarbeit, Freizeitarbeit gearbeitet. Und dann war so, als der Berufswunsch anstand, irgendwas mit Kindern, hört man ja häufig, und dann über diverse Wege von Berufsberatern tatsächlich auch, bin ich dann an diese Grundschullehrtätigkeit gekommen und habe von Anfang an total viel Freude daran gehabt, wirklich mit den Kindern zu arbeiten. Die Grundschule bietet wirklich die Möglichkeit, auch vielfältig Fähigkeiten und Gaben, Talente mit einzubringen als Lehrer, aber auch von den Schülern wirklich herauszukitzeln. Das hat mich immer interessiert. Ja, und was gerade in den letzten Jahren so stark geworden ist, ist eben die Elternarbeit, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe durch meine langjährige Tätigkeit als Freizeitleiter zum Beispiel wirklich viel Erfahrung mit ganz vielen unterschiedlichen Kindern und Kindertypen und Charakteren wirklich entwickeln dürfen und mich weiterentwickeln dürfen und merke, dass irgendwie so meine Passion dafür, dass Familien gesund wachsen, wirklich auch im Schulalltag gut zum Tragen kommt. So erlebe ich zum Beispiel immer wieder in Elterngesprächen, dass die Eltern danach rausgehen und sagen, hey, vielen Dank, dieser Tipp, den probieren wir aus. Und dann melden sie sich 2 Wochen später und sagen, hey, das hat echt gefrustet, wir wussten nicht mehr weiter und jetzt haben wir einen Ansatz. Und ich meine, natürlich ist das irgendwo als Lehrer auch mein Job, ja, darum geht es ja. Aber ich habe gemerkt, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr da auch auf meinem YouTube-Kanal oder jetzt zum Beispiel über Instagram auch da nach außen tragen, wo Eltern vielleicht sich wirklich Fragen stellen, wie gehe ich mit diesem oder jenem um? Und bei mir finden sie dann hoffentlich eine Antwort, die sie ein kleines Stück weiterbringt. Ja, so habe ich dich ja auch gefunden im Internet, über YouTube, glaube ich, zuerst, aber eben auf Insta dann auch. Und ich war wirklich beeindruckt von deinen Seiten und von dem, was du eben uns, also in dem Fall mir als Mutter, mit an die Hand gibst. Das hat mir ja tatsächlich wirklich richtig gut gefallen, weshalb ich dich dann eben auch angeschrieben und nach dem Interview gefragt habe. Genau, das Thema soll heute Angst sein, denn Angst, glaube ich, begleitet uns unser Leben lang. Ich denke, gerade in der Schule trifft man eben auch in der jetzigen Zeit massiv vielleicht auf Ängste. Ja, wie kam es zu dem Thema, dass du dich mit dem Thema jetzt explizit nochmal auseinandergesetzt hast und da auch uns Eltern eben an die Hand nehmen wolltest? Ja, wir haben im letzten Jahr wirklich, wenn ich an den ersten Lockdown denke, einen sehr, sehr langen Lockdown gehabt. Wir waren, ich glaube, es hat gestartet Ende März
und ist dann bis kurz vor die Sommerferien gegangen. Irgendwie ging es darum, jedes Kind soll jetzt vor den Sommerferien nochmal die Möglichkeit haben, auch die Schule von innen zu sehen. Und das war so eine lange Zeit. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder auch mit Eltern Kontakt gehabt, auch eben aus meiner Klasse. Und immer wieder war so, wir haben jetzt langsam die Schnauze voll von Homeschooling, wir wissen nicht mehr. Und trotzdem war dieses große Corona-Thema eben da. Und ja, meine Wahrnehmung war die, dass eben viel Angst auch geschürt wurde, dass eben viel die Angst, ganz unterschiedliche Ängste eigentlich, auf die Kinder auch projiziert wurde, auch wenn man das gar nicht wollte, aber die Angst war ja nun mal da, irgendwie Angst, sich zu infizieren, Angst davor, dass den Kindern was passieren könnte in der Schule und dass die Schule nicht alle Maßnahmen wirklich treffen kann, aber auch andere Ängste, Angst davor, dass zum Beispiel das Lernen nie wieder so wird, wie es mal war, oder dass die Kinder irgendetwas ausgesetzt werden, was sie so nicht handeln können und wie die Lehrer auch damit umgehen, ihre eigene Angst nicht dann wieder auf die Kinder zu projizieren, wenn es darum geht, eben wo die Maske getragen wird, wie lange die Maske getragen wird, dass wann die Hände gewaschen werden, welcher Abstand wichtig ist, welcher Abstand zu viel ist, wo Körperkontakt sein darf, wo er gar nicht sein darf. Das ist ja auch aus pädagogischen Gründen immer wieder oder aus pädagogischer Sicht immer wieder so die Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um, dass ich jetzt einem 6- oder 7-Jährigen, der vielleicht dann auch im Sommer danach eingeschult wurde, sagen muss, ja, schön, dass du da bist, aber tut mir leid, Fangen spielen ist hier nicht und du kannst den anderen Kindern so nicht begegnen, wie du es eigentlich vielleicht vom Spielplatz noch kennst. Und ja, das hat mich sehr bewegt und da wollte ich eigentlich den Eltern auch über ein Video meine Sichtweise weitergeben, wie man denn jetzt eigentlich nach den Sommerferien starten soll oder nach diesem Lockdown. Ich glaube, das Video heißt, ich glaube, es geht schon wieder los, irgendwie so. Mhm. Da habe ich gesagt, jetzt geht's los, wir starten wieder in die Schule und was sollten sie denn eigentlich tun, um die Angst ihrem Kind zu nehmen, damit sie wirklich mit frohen Gedanken, frohen Mutes in die Schule starten kann, weil ohne Freude und gerade mit Angst ist Lernen ja fast unmöglich. Ja, also ich habe mich da auch tatsächlich in dem einen oder anderen wiedergefunden, obwohl ich eigentlich von mir selbst behauptet habe, ich hatte ja eigentlich keine Angst, aber letztlich gab es natürlich schon Ängste. Also als ich mich dann doch nochmal neu reflektiert habe, habe ich dann eben auch festgestellt, ja, im Grunde, jeder hat ja so sein Päckchen, was er zu tragen hatte. Und die einen eben auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und ich fand diesen Rundumschlag eigentlich so eine ganzheitliche Sicht von deiner Seite aus wirklich auch richtig gut, weil sich jeder, glaube ich, hat wiederfinden können und es war ja auch in Ordnung. Also ne, das ist ja was du auch sagst, bloß dass man von den Kindern eben die Angst ein bisschen fernhalten soll. Und mein Kleiner war ja zu der Zeit noch im Kindergarten und sollte auch wieder in den Kindergarten zurück. Und da habe ich schon auch gemerkt, das war wirklich schwierig, da erstmal den ersten Schritt wieder zu gehen, obwohl er den Kindergarten ja nun wirklich kannte. Ja, aber das war nicht ganz einfach. Und da waren ja die Regeln schon nochmal anders als jetzt in der Schule. Genau. Das fand ich wirklich, ja, fand ich sehr ansprechend. Als nächstes würde ich gerne von dir wissen, du hast eben auch gesagt, Angst hindert uns im Lernen. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also jetzt bin ich ja kein Mediziner. Aber ist zum einen meine eigene Erfahrung, als auch wirklich Erfahrung mit Kindern. Also immer die Angst, wir Lehrer haben das ja schon vor Corona gekannt, zum Beispiel sowas wie Angst vor schlechten Noten. Ne, das ist ja was, dem ich sofort begegnen möchte mit, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Vor allen Dingen müssen wir mal definieren, was sind eigentlich schlechte Noten. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber natürlich kommen Schüler immer mit einer mit Ängsten in Berührung. Das ist ganz normal. Jeder von uns hat ja Ängste. Und da möchte ich aber so ein bisschen unterscheiden zwischen wirklich Angst vor etwas haben oder ängstlich sein.
ich sage mal so, normalerweise ist ja Angst was Gutes. Wir alle haben Ängste und das ist irgendwo bei uns auch so angelegt, damit wir gefährlichen Situationen eher aus dem Weg gehen oder dann nochmal unser Hirn anschalten und überlegen, wie gehen wir damit um. Jetzt gibt es aber zum Beispiel auch Ängste, die ja eigentlich gar keinen positiven Effekt haben. Sowas wie zum Beispiel Prüfungsangst, ja, oder wenn immer wieder Prüfungsangst auftritt. Oder wenn wir Angst vor Nähe haben. Ja, also wirklich so, dass wir auch Familienmitgliedern zum Beispiel ganz entfernt begegnen. Auch da im Kleinkindalter ist das ja erstmal was Gutes, das Fremdeln. Ist ja auch eine Angst vor Nähe. Aber wenn das eben noch bis ins Erwachsenenalter weitergetragen wird, dann kann man wirklich sagen, diese Angst ist etwas, was keinen positiven Effekt hat. Oder alle möglichen Phobien sind ja auch erstmal etwas, das hat sich ja alles irgendwie entwickelt durch negative Erfahrungen, die wir gemacht haben oder äußere Einflüsse. Also wenn ich zum Beispiel Prüfungsangst habe, dann habe ich ja immer die Angst davor, ein schlechtes Resultat zu erzielen. Oder wenn ich Angst davor habe, was andere Menschen über mich denken. Das ist ja eigentlich eine unbegründete Angst, möchte ich mal so provokativ sagen, weil mir kann es ja eigentlich egal sein, was andere Menschen von mir denken. Wir wollen ja selber gut dastehen. Wir haben dann Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Also da hängt ganz, ganz, ganz viel mit dran. Und dem begegne ich natürlich als Lehrer immer wieder. Gerade die Angst vorm Ausgeschlossensein, sowas bekommen wir ja ganz, ganz oft mit. Deshalb ist es grundsätzlich sinnvoll, wenn wir als Eltern unseren Kindern eben genau die Kehrseite davon immer wieder vor Augen führen, ihnen immer wieder das Gefühl geben, hey, du gehörst aber dazu. Und es ist nicht wichtig, was andere von dir denken. Es ist wichtig, was ich als dein Vater oder deine Mama von dir denken. Ja, du bist wertvoll, du bist geliebt. Wenn Kinder so aufwachsen, grundsätzlich, dann glaube ich, dass zum Beispiel die Angst vorm Ausgeschlossensein nachher gar nicht mehr so ein tiefes Loch reißen kann. Mhm. Und jetzt war aber deine Frage eigentlich, was es mit dem Lernen auf sich hat. Ich sage grundsätzlich, Angst gehört einfach nicht ins Lernen. Also in der Schule ist Angst zwar an der Tagesordnung, weil wir eben diese Erfahrungen machen, aber sie blockiert ganz klar das Lernen. Und ich glaube, du hattest mir ja auch geschrieben von einem angsterfüllten Raum oder angstgeladenen Raum, so hattest du es, glaube ich, genannt. Ja. Darauf möchte ich jetzt schon so ein bisschen Bezug nehmen, weil es macht einen riesengroßen Unterschied, ob wir einer ganz konkreten Angst begegnen können oder ob wir es wirklich zulassen, dass ein angstgeladener Raum entstehen kann. Und das war zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit eine ganz große Herausforderung für uns Lehrer, dass wir einen Raum gestalten, in dem Angst überhaupt gar keinen Platz hat. Mhm. Und das war nicht ganz einfach. Und das haben auch sicherlich nicht alle Lehrer hinbekommen, weil auch wir ja auch mit Angst zu tun hatten. Also die Ängste, die den Eltern, die den Schülern begegnet sind, die sind ja auch den Lehrern begegnet. Und ja, ich möchte mal noch sagen, Angst ist in dem Sinne, was Corona betrifft, auch nochmal so vielfältig, dass ich sage, es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie die Angst hatten, uns zu infizieren oder dass jetzt irgendwie Eltern zum Beispiel zu Hause das Gefühl hatten, wenn mein Kind jetzt in die Schule geht, dann könnte es sich ja infizieren. Und im schlimmsten Fall würden wir es nicht mal mitbekommen und im allerallerschlimmsten Fall würde es das nochmal in die Familie reintragen. Klar, wenn ich dem Kind das so eröffne oder so handle, dann macht es das Lernen letztlich unmöglich, weil das Kind das Gefühl hat, ich gehe jetzt in die Schule, in einen Bereich hinein, der meine Familie gefährden kann. Mhm. Und dann wird es schwierig. Ich habe so das Beispiel gebracht, stell dir vor, Abiturklausur steht an, alle Abiturienten versammeln sich im Raum, die Prüfung soll losgehen und kurz vorher sagt der Vorsitzende, okay, wir müssen leider umziehen, wir müssen jetzt alle in den Keller und im Keller unsere Arbeit schreiben, weil es besteht Gefahr eines eventuellen Luftangriffs einer ausländischen Militäreinheit oder sonst was. Man kann sich vorstellen, dass diese Klausur sicherlich von allen verhauen wird, weil das ist für mich ein angstgeladener Raum. Ja. Mhm. Jetzt ist das Beispiel vielleicht total abstrus. Ja, aber sehr plastisch. Aber, ja, sehr drastisch, aber vielleicht auch ein bisschen vergleichbar damit, wenn wir eben sagen, du kommst jetzt in die Schule und wir haben diese Maßnahmen getroffen, damit du gesund bleibst. Wir haben diese Maßnahmen getroffen, damit du gesund bleibst. Und dann gibt es noch 5 andere Maßnahmen, die wir treffen, damit du gesund bleibst. Na, was muss dem Kind denn hängen bleiben? Da muss doch eigentlich hängen bleiben, okay,
hoffentlich merke ich mir all diese Regeln, weil sonst könnte ich ja leiden, ja. Ja, oder nicht mehr gesund sein. Mhm. Und das ist für mich ein angstgeladener Raum. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich die Lernfähigkeit blockiert, weil man ja nicht mehr offen für das Neue sein kann, weil ja schon alles auf ja, so fokussiert ist auf die Sorgen und die man mit sich herumträgt. Ich habe jetzt mit einigen Kindern gesprochen, die mir sagen, ja, ich konnte jetzt eigentlich in der Zeit gar nicht mehr ganz normal schnell Mathe rechnen. Das hat voll lange gedauert. Das kann ja auch an allem Möglichen liegen. Aber so schnell und so gut, wie es früher war, geht das in der Schule nicht mehr. Zu Hause ging das viel einfacher. Das finde ich dann auch schon wieder, also das tut mir im Herzen ein wenig weh, weil ich glaube, dass niemand sowas, weder die Lehrer noch die Schüler noch die Eltern für die Kinder haben möchten, dass sie sich selber blockiert fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Und eben ein Teil mag diese Angst sein, das kann ja auch die Angst vor Bestrafung sein, ja. Mir rutscht die Maske runter und hoffentlich werde ich dann nicht bestraft oder ich kriege gerade nicht so gut Luft, ich mache mal eben die Maske runter und hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Was weiß ich, was die Kinder da so bewegt. Und insofern, ja, das spüre ich zu Hause und so im Umkreis von meinen Kindern, dass da doch Sorgen einfach auch dabei sind. In jeglicher Form. Und sie spiegeln es eben auch wieder. Eben auch ein 11-Jähriger oder ein 14-Jähriger oder ja, nee, der Kleine am wenigsten. Da scheint es noch in der Grundschule am relaxtesten gewesen zu sein. Bei uns. Also ja, da hat man, glaube ich, wirklich auch im Lehrerkollegium viel darüber debattiert, wie können wir die Kinder vor diesen Ängsten bewahren. Ja, genau. Ja, ich sag mal, das ist es ja gerade. Wir wollen ja die Kinder vor Ängsten bewahren. Also es wird ja kein Pädagoge, niemand, der eine pädagogische Ausbildung hat, sagen, ach, ein bisschen Angst können die schon ertragen. Niemals. Also das ist ja auf jeden Fall das, wo die Lehrer gesagt haben, das wollen wir nicht, dass das an die Kinder weitergegeben wird. Aber wenn ich als Lehrer selber davon betroffen bin und wirklich Angst habe, also beispielsweise ich habe vielleicht einen Partner zu Hause, einen Ehepartner, der zur Risikogruppe gehört oder aufgrund eines bestimmten Alters gehöre ich selber zur Risikogruppe und so weiter und so fort, dann gehe ich natürlich ganz anders in diese Situation hinein, als jemand, der total jung ist, sowieso nicht so viel soziale Kontakte pflegt, dem es gar nichts ausmacht, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und der im Kern gesund ist. Und sagt, oh, ich setze mich ohne Probleme in einen Raum mit 120 Schülern, da habe ich kein Problem mit. Und das schlägt sich natürlich auch nieder. Und das Kollegium hat dann natürlich die Herausforderung zu sagen, warum ist der jetzt in seinem Unterricht so locker? Warum ist der in seinem Unterricht jetzt eher streng? Und wie können wir das den Kindern verkaufen? Weil die reden auf dem Schulhof miteinander und sagen, ach, wir dürfen am Platz die Maske ausziehen, wie ihr etwa nicht oder wie auch immer. Oder der eine Klassenraum hat gerade 50 Plexiglasscheiben bestellt und beim anderen werden schon Gruppentische gestellt. Also das sind Situationen, die, natürlich ist es jetzt sehr drastisch, kommt ja bei mir an der Schule auch nicht vor, aber naja, der Wunsch ist vielleicht da oder die unterschiedlichen Sichtweisen, so wie sie in der Gesellschaft auch dargestellt werden, gibt es ja auch tatsächlich im Kollegium und unter den verschiedenen Elternhäusern, das heißt auch unter den verschiedenen Schülern. Ich habe tatsächlich Schüler, die sagen, ich ziehe die Maske nicht ab. Ja, das ist für mich erstmal in Ordnung, weil ich als Lehrer sage, pass auf, das darfst du selber entscheiden, wir müssen sie am Platz nicht mehr tragen. Wenn du sie aufhaben willst, ist okay. Aber es kam auch zu einer Situation, wo zum Beispiel Sportunterricht im Freien erlaubt war, ohne Maske. Dann habe ich gesagt, ich mache bei den Temperaturen von 30 Grad mit niemandem Sport, der die Maske trägt. Habe ich einfach gesagt, das ist meine andere Verantwortung. Ja, da geht es nicht mehr um Infektionen, sondern da geht es darum, also ich möchte nicht, dass hier gleich 5 Kinder umfallen.
Und da haben sich Kinder geweigert. Sie haben gesagt, nein, ich fühle mich unsicher. Und ich meine, da reden wir jetzt nicht von 11-, 12-Jährigen mit eigener Meinung und alles ganz wichtig, sondern da reden wir von einem 8-Jährigen, der sagt, ich habe nicht das Vertrauen darin, dass das so funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, wir führen ja auch Tests durch in der Schule. Heute Morgen hast du dich getestet, das Ergebnis war negativ. Und dann sagte mir der 8-Jährige, es kann aber auch falsch negativ gewesen sein. Und das sind dann Diskussionen, wo ich sage, also wenn ich das mit dem Teenie führe, verstehe ich das. Jetzt muss aber der 8-Jährige ja irgendwie was schon erlebt haben, was ihn so prägt oder irgendwas in den Medien gesehen haben oder jemand hat ihm irgendwas erzählt oder keine Ahnung, muss das ja so in das Leben dieses 8-Jährigen schon Einfluss genommen haben, dass er so eine Aussage trifft. Und dann macht es mir ja gar keine Sorge, dass ich sage, okay, jetzt habe ich ein Problem, weil er seine Maske nicht abziehen will. Nein, sondern ich schaue mir das Kind an und denke mir, was muss das ihn schon so beschäftigen in seinen jungen Jahren, dass er solche Aussagen tätigt. Mhm. Und das tut mir schon fast körperlich weh. Also das finde ich schon wirklich schwierig. Ja, das glaube ich sofort. Ich habe auch Ähnliches bei einem Sportfest beobachtet, wo die Kinder draußen im Freien mit Maske Sport gemacht haben und Handstand und sich frei bewegt haben und einfach die Maske nicht abgezogen haben. Wobei ich auch andererseits glaube, dass die manchmal einfach auch vergessen, dass sie die Maske aufhaben. Das ist, ne, das ist eine Unachtsamkeit, da denkt man nicht dran. Wenn man dran erinnert wird, dann kann man die Maske mal eben wieder ausziehen. Aber wenn sie sozusagen schon festgewachsen ist, weil sie aus Angst nicht mehr abgelegt werden darf, da kommen wir, glaube ich, tatsächlich in einen Bereich, wo es schwierig auch in Zukunft sein könnte. Ne? Weil da fangen ja dann auch irgendwelche Zwänge schon an. Also weiß nicht, ob sich das da bemerkbar macht, das müssen Psychologen sicher entscheiden und begleiten, aber das Kind, natürliche Kindsein ist das mit Sicherheit nicht mehr. Insofern, glaube ich, dass man als Lehrer, also du jetzt in dem Fall, wirklich da auch eine große Verantwortung mitträgst, das zu sehen, das und das eben auch zu kommunizieren. Ja. In der Hoffnung, dass die Eltern schon sich entgegenwirken. Hast du einen ganz konkretes Beispiel, was sie sagen könnten oder wie sie das machen könnten? Du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch mal zum Abschluss ein bisschen konkret. Um den Kindern die Angst zu nehmen? Ich denke, man muss sich eher angucken, was können wir präventiv tun, damit diese Angst nicht entsteht. Wenn Kinder jetzt schon wirklich aktiv Angst haben, dann, wie gesagt, hat das ja irgendeine Auswirkung oder beziehungsweise eine Erfahrung in der Vergangenheit. Und es ist wichtig, diese Erfahrung irgendwie deutlich zu machen. Also was ist passiert, dass ein Kind jetzt diese oder jene Angst hat? Und ich glaube, das Einzige, was wir als Erwachsene eigentlich tun können, ist zu sagen, ich sehe dich in deiner Angst, ich verstehe dich und erzähl mir doch davon, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Wenn jetzt Kinder wirklich panisch reagieren oder so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das Elternhaus dahinter super cool ist. Also dann muss irgendwo entweder im Elternhaus was passiert sein oder durch Freunde. Jetzt denke ich eher an die älteren Kinder, so im Teenageralter, wo ja wirklich die Freunde und die Peergruppen, nennen wir das ja, so einen starken Einfluss haben. Also das passiert dann eigentlich während der Pubertät, dass die Freunde so einen großen Stellenwert bekommen, dass dort etwas passiert ist oder was gesagt wurde, was dann so ein bisschen das Elternhaus vielleicht auch aushebelt. Ansonsten in so jungen Jahren, wie im Grundschulalter, muss es eher so eine Angst sein, die auch vom Elternhaus übertragen wird. Und das kann ja auch, wie gesagt, da geht es ja nicht nur um Infektionen. Das kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Eltern wirklich am Essenstisch drüber sprechen, wie sie mit dem Kurzarbeitsgeld noch weiter die Miete bezahlen können. Mhm. Ja, also das hat ja auch damit zu tun, dass die Kinder dann irgendwo sagen, hey, jetzt, oder auch Freunde dann anmotzen in der Grundschule, jetzt zieh endlich deine Maske an, weil sie das Gefühl haben, hey,
Nur so können wir diese Pandemie irgendwie besiegen, wenn wir uns alle brav an die Regeln halten. Wenn sich einer nicht an die Regeln hält, kommt sofort die Angst hoch. Hey, meine Eltern stehen vorm Ruin. Jetzt wird das Kind das nicht so ausdrücken, aber es kriegt ja die Spannung mit. Mhm. Und jetzt mach doch mal. Mhm. Kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Wenn jetzt die Eltern zum Beispiel jedes Wochenende auf einer Demo mitlaufen, kann es natürlich auch sein, dass das Kind in die Schule kommt und die Maske nicht anziehen möchte oder sich provokativ nicht die Hände wäscht oder sonst was. Ne? Also es kann in ganz viele verschiedene Bereiche gehen. Und präventiv würde ich, was meine Tipps wären, schaut zum Beispiel niemals Nachrichten mit euren Kindern. Wenn sie jetzt, sagen wir mal, unter, ja, in der aktuellen Situation, schwierig. Ja? Also fände ich wirklich schwierig, weil das sind natürlich Floskeln, die aufgegriffen werden. Momentan sage ich auch ganz klar, die Medien haben ja eher eine Berichterstattung, die eher dramatisiert und die vielleicht eher Angst auslöst. Da muss man schon sehr in sich gefestigt sein, um solche Berichterstattungen auch mit dem richtigen Ohr zu hören. Ansonsten kriege ich Panik. Also wenn ich die Nachrichten einschalte und das auf mich wirken lasse, dann denke ich, bald ist hier Land unter. Also dann ist es ganz schlimm. Und deshalb glaube ich, dass solche Nachrichten einfach nichts bei Kindern zu suchen haben. Ja, das ist ein Ja. Dann, wie gesagt, wir haben alle Angst, aber wir sollten uns als Eltern niemals am Küchentisch, am Frühstückstisch darüber unterhalten, was gerade unsere Ängste sind. Mhm. Das heißt nicht, dass ich sage, wir sollten als Eltern nicht auch unsere Gefühle nach außen bringen. Natürlich, unsere Kinder sollen uns ja auch authentisch wahrnehmen. Wir sollten ja nicht irgendwie unsere Kinder, sage ich auch immer, sie sollten sehen, wie wir uns streiten, aber auch wie wir uns versöhnen. Das sind ganz wichtige Dinge. Aber gerade was Angst betrifft, wenn ich wirklich Existenznot habe, dann ist das vielleicht was nicht unbedingt meinem 7- oder 8-Jährigen dann auch noch auf dem Frühstückstisch serviert werden sollte. Ja. Ja. Ja, schön. Dann bedanke ich mich. Ich finde, das war ein super Einblick in die Welt der Angst und in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns demnächst für ein weiteres Thema nochmal. Ja? Sehr gerne. Also, sehr gerne. Vielen Dank, Simon. Danke. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.